Schlager-News werden präsentiert von der Zeitschrift Meine Melodie. Hi, hier ist der Vincent Groß und hier ist die neue Ausgabe von den Schlager-News. Falls ihr up-to-date sein wollt über den Schlager, dann abonniert doch ganz einfach und kostenlos Gute Laune TV auf YouTube. Neue Musik braucht das Land. Doch nicht nur das. Die Schlager-News haben noch viel mehr zu bieten, nämlich interessante Gespräche, Klatsch und Tratsch, grandiose Schlager-Events und unterhaltsame Programmhinweise. Und all das haben wir wieder für Sie vorbereitet. Deshalb begrüße ich Sie zu unserer neuen Schlager-News-Sendung, wie immer aus unserem kuscheligen Wohnzimmer der Baroy in München. Tauchen wir ein in unsere Lieblingswelt, dem Schlager. Super Sommer! Vincent Groß gehört ohne Frage zu den erfolgreichsten Newcomern des deutschen Schlagers. Mit seinen 23 Jahren hat er sich mit seinen Liedern einen Namen gemacht und eine Menge Fans noch dazu. Alles begann damit, dass er Coversongs mit einer Videokamera aufnahm, diese kurzen Clips auf YouTube lud und so entdeckt wurde. Whatever you want, Shady, I give it to you. Mittlerweile ist er in seinem Genre einer der angesagtesten Shootingstars und schafft es wie kaum ein anderer, alle Generationen mit seiner Musik zu vereinen. Wir waren Traumpiloten, der Kurs in Endlichkeit, waren die Schwere los, zu allem bereit und zu jeder Zeit. Der Schweizer macht eine ganz eigene Mischung aus Pop, Schlager und Dance und mit der überrascht und begeistert er uns immer wieder aufs Neue. So auch mit seiner neuen Single Über uns die Sonne und das ist auch unser Clip der Woche. Über uns die Sonne. Mit dieser Nummer startet Vincent Groß den Countdown zu seinem neuen Album Hautnah, das Ende Juli bei Telamo erscheinen wird. Thema ist natürlich eine Love Story voller Emotionen. Es geht um die Freiheit des Universums, die Liebe und positive Energie. Und wir surfen auf den Wolken, die Sonne hält uns warm. Milchstraßencafé, liegst in meinem Arm. Musikalisch erleben wir mit Über uns die Sonne moderne Dance Beats, rhythmisch gesetzte Synthi-Riffs und starke Chöre, die dem Song eine Leichtigkeit verleihen. Man bekommt sofort gute Laune und so und nicht anders kennen wir den Effekt von Vincent Groß. Ich bin, was ich bin. Ich will kein Lob, ich will kein Mitleid. Ross Anthony kennt man als schrillen, kunterbunten Paradiesvogel, der mit seiner quietschigen Art die Schlagerwelt mal kurz auf links gedreht hat. Wo er auftaucht, ist Spaß angesagt. Doch dass der Sänger und Entertainer auch eine ruhige, verletzliche Seite hat, wurde einem erstmalig bewusst, als er einen Schicksalsschlag verkraften musste, nämlich als sein geliebter Vater Dennis starb, zu dem er ein sehr enges Verhältnis hatte. So oft hast du mir dein Lächeln geliehen, ich brauche es noch mal und ich lasse dich ziehen. Oh, goodbye, Papa. Goodbye, Papa. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Meine Melodie spricht er im Interview über diesen Verlust und was Ben Zucker mit dem Song Goodbye, Papa zu tun hat. Schauen Sie einfach mal rein. Hi, ich bin Julian Reim und ich schaue die Schlager-News auf Gute Laune TV. Julian Reim. Ein Name, der in der deutschen Musiklandschaft automatisch auf extrem neugierige Ohren stößt. Erstmalig zeigte sich das Talent des Reim-Sprösslings, als er seinem Vater Matthias vor knapp 10 Jahren bei einem Auftritt in der Sendung Willkommen bei Carmen Nebel überraschend zur Seite stand. Schon damals ließ sich erahnen, dass Julian das Zeug dazu hat, den Weg eines Profimusikers einzuschlagen. Mittlerweile ist aus ihm ein etablierter Songwriter geworden, den es doch auch auf die Bühne zieht. Im vergangenen Herbst hat er seine Debütsingle Grau veröffentlicht. Die Welt ist wieder schwarz und grau, alle Farben raus, alle Farben raus. Über
meinen heutigen Interviewgast kann man hieb- und stichfest behaupten, er hat die Musik in die Wiege gelegt bekommen. Alles ist so laut, ich will nur bei dir sein. Julian Reim. Freut mich, dass ich da sein darf. Alles ist so laut. Ich wollte immer Musiker werden. Ich will nur bei dir sein. Oh, lern doch vielleicht erstmal was Gescheites. Alles ist so laut. Ach du. Ja, genau. Was hast du nur getan? Ich werde diese Angst nicht los. Als Künstler ist man natürlich dann auch sehr feedbackgeil. Und war's gut? Und ich hasse mich gerade so dafür, denn so will ich nicht sein. Das Interview mit Julian Reim sehen Sie am 19. März in Schlager aktuell ab 19 Uhr. Und hier kommen nun noch unsere weiteren Programmhinweise für diese Woche auf Gute Laune TV. Und nicht nur da. In Hupsis Welt geht es am 18. März um den Frühling. Gut, vor dem Hintergrund, dass der Winter in diesem Jahr ausfiel, könnten Sie jetzt sagen, wer braucht da eine Frühlingssendung? Aber wollen Sie sich Clips wie diesen hier entgehen lassen? Was ist, was ist, dass Kino auf dich steht? Darfst mir glauben, was sie sorgt, dass ich dich so mag. Mit der Coverversion des Bonnie M-Hits Hooray Hooray, It's a Holly Holiday begann Melissa Naschenweng vor 6 Jahren ihre Karriere auf der Frühlingswiese mit dem Höllengebirge im Hintergrund. Und auch die Traufgänger haben zum Thema Frühling etwas zu sagen. Baby, du siehst gut aus, ich will dich tanzen sehen. Baby, du siehst gut aus, ich will dich tanzen sehen. Im Frühling werden die meisten Kinder gezeugt und die Fashion-Steirer haben den passenden Song zum Einstieg ins Thema. Sie sehen also Grund genug, sich die Sendung anzuschauen. Hupsis Welt am 18. März um 17 Uhr. Weißt du, warum es uns vergeht? Diese Musik ist toll. Benny und Beatrice. Gute Laune, Wohlfühlgarantie. Was will man mehr? Komm aus und schalt doch mal dein Herz an. Beatrice Egli fühlt sich rundherum wohl und möchte dieses positive Lebensgefühl weitergeben. In Betreff Stars Talk News mit Benny Schnier stellt sich der Schweizer Sonnenschein schlagfertig und humorvoll allen Fragen. Und fleißige Zuschauer von Betreff wissen, der Moderator geht gerne mal in die Tiefe. Herausgekommen ist ein Gespräch, das an Witz, Charme, Spontanität und Informationsgehalt kaum zu überbieten ist. Den Betreff mit Beatrice Egli sehen Sie am 19. März um 20 Uhr. Schachmatt und die Damenspiel. Nur wenige Sänger aus den 70er Jahren haben es geschafft, mit ihrer Musik bis heute aktuell zu bleiben. Einer davon ist Roland Kaiser. Man nennt ihn auch den Kaiser des deutschen Schlagers. Das erstaunliche Leben des Entertainers ist das Thema in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Deutschland, deine Schlagerstars. Am kommenden Samstag, 21. März, wird Moderator Benny Schnier Ihnen die Geschichte von Roland Kaiser näher bringen. Los geht's um 20 Uhr. Musik kann man nicht nur hören, Musik kann man auch fühlen. Deshalb wünsche ich Ihnen am Ende unserer dieswöchigen Schlager-News noch viel Freude im nachfolgenden Musikprogramm von Gute Laune TV und kann Ihnen dabei nur raten, wenn die Musik gut tut, dann drehen Sie sie lauter und fühlen Sie einfach. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal mit Ihnen. Passen Sie auf sich auf. Servus. Die Schlager-News wurden präsentiert von der Zeitschrift Meine Melodie.